Zack. So, dann passt nichts mehr rein. Tun wir den Rest hier rein. Die Werkbank auch. Und den Kompass auch. So. Die Truhe, ach, hinten, das können wir lassen. Was wir jetzt machen, wäre vielleicht erstmal Holz. Holz? Wo haben wir Holz? Gucken wir mal, welches besser aussieht. So, warte mal. Wo ist denn der Birkensapling? Ach, den haben wir jetzt nicht mehr. Lalalala, ist der hier drin gelandet oder ist der doch drin gelandet? Na, hier drin. Sehr schön. Den stellen wir uns mal hier hin. Jetzt haben wir nicht zufällig Bone Meal. Natürlich nicht. Haben wir hier Knochen. Einen brauchen wir nur. So, aus dem Knochen machen wir Bone Meal. Beziehungsweise Knochenmehl. Eins. Sehr schön. So, tut mir leid, Timberbot. Ich wollte nur, dass wir jetzt mal ein bisschen schneller an Seeds kommen. So. Naja, da können wir ja noch ein bisschen warten, was da draus wird. Und den Rest hauen wir wieder hier rein. So. Welches Holz sieht denn jetzt besser aus? Eher dunkel? Oder eher hell? Oder ganz hell? Oder ein Mix? Könnt ihr mal gucken. Also ganz hell, dunkel oder ganz dunkel? Ich würde mich ja trotzdem, trotz dass es jetzt hier diese schönen unterschiedlichen Farben gibt, trotzdem noch für die klassische Variante entscheiden. Weil alles andere, Druckplatten und alles so ein Zeug, sieht ja jetzt alles trotzdem noch so aus. So, haben wir noch ein. Zack. So. In Ordnung, dann gehen wir jetzt mal raus und gucken mal. Sapling! Yay! Den pflanzen wir gleich. Hier hin. Mehr? Ah, ja, das war gerade ein Ruckloch. Noch ein Ruckloch. Geil. Und, Alter, was geht denn? Gut mit Ruckeln hier. Ein Sapling, ja? Toll. Wie komme ich denn da eigentlich nicht ran? Muss mich. Ich wäre verrückt. So. Gut, dann nehmen wir dies als Fußboden. So, gucken wir mal. Da heben wir mal hier die Erde aus. Eieiei, das war aber gerade wieder so ein Buckler. Ja. So. Gut, hier werden wir gleich wieder runterfahren. Nein, doch nicht. Gut. Ja, nein, ja. Ich weiß. Ja, zum nächsten ersten zahle ich. Wer ihn versteht. Beziehungsweise wer ihn kennt. Der kann ja mal einen Daumen nach oben geben. Hahaha. Los jetzt! Nein. Ich überlasse das natürlich ganz euch. Scheiße. Ich überlasse es ganz euch. Ja, ich weiß, da ist gerade einer zu viel drauf gelandet. Ihr Süßen, ihr. Machen wir auch gleich weg. Und den auch. Jetzt ist das Holz alle. Tun wir mal den einen. So. Und den Rest. Oh. Ja. Wir failen beim Hausbau. Beziehungsweise beim Fußboden verlegen. So, hier drinnen sollte jetzt jedenfalls nichts brennen. So, gut. Den Fußboden haben wir und jetzt könnte man natürlich noch. Ach, das ist doch zum Kotzen hier.
Was soll denn das? Mann. Ratsch zum Hulk! Also nur Scheiße. Wir holen uns jetzt nochmal das dunkle Holz oder holen wir uns gleich ganz, also dunkle Bretter oder ganz dunkles Holz? Ich bin gerade in einem Zwiespalt. Oder wir holen uns ganz helles Holz. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oder wollen wir einfach das ganz dunkle Holz nehmen? Wollen wir es einfach machen? Oder das ganz dunkle? Die ganz dunklen Bretter? Nein, nein, wir nehmen Holz. Und zwar das dunkle, genau. Schaut doch ganz gut aus. Noch ein Sampling runtergefallen? Natürlich nicht. Nun gut. So, jetzt könnte man hier nämlich wunderbar... Ich weiß, das sieht jetzt sehr nach Kronk aus, aber hey. Ich wollte, beziehungsweise will ihn nicht kopieren. Ich finde, es sieht nur einfach schön aus. So, ein Fenster müssen hier auch noch irgendwie rein. Das kommt ja noch dazu. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich das anstelle. So. Na, ja, mach mal hier so ein Dreier rein. Ist ja nicht das Problem. Der war fail. So, da müssen wir dann mal unten aufsammeln gehen. Gut. Und hier nochmal. Schön. Jetzt können wir einmal ums Haus drumherum gehen und noch den Rest einsammeln, der uns hier leider runtergefallen ist. Runtergefallen. Es ist scheinbar nichts im Wasser gelandet. Das ist schon mal sehr löblich. So, na, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt könnte man ja sicher... Hahaha, ich bin ja auch ein Spaßvogel. Wir müssen nochmal hier runter, nochmal da drüben rein und dann ein bisschen Glas können wir uns da gleich mitnehmen. Wobei ich mich gerade frage, nehmen wir Glasblöcke oder Glasscheiben? Wir nehmen Glasscheiben. Damals, da waren die Scheiben doch noch richtig dick oder waren sie da richtig dünner? Keine Ahnung. Wir nehmen aber richtige Glasscheiben. Ja, das machen wir. So, zack, 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 zack. Tralalala. Tralalala. Moment, ich guck mal ganz kurz. Okay, alles noch drinnen. Drinnen. Das ist gut. Und jetzt ist das Glas alle. Ey, ich glaube es nicht. Wie viel habe ich denn jetzt gerade mitgenommen? Ich habe es schon vergessen. Ach Gott, ey. Kindersch, das geht nie mehr. So, haben wir nochmal 28 Glas. Wenn das jetzt nicht reicht, dann piesel ich hier die Wand voll. So. Gut. Gut, gut, gut. Glasscheiben sind drinnen. Das wird übrigens auch noch Holz. Und das hier wird auch noch Holz. Haben wir das Holz noch dabei? Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, na schön. Also das Haus können wir dann später noch nach Belieben erweitern. Das ist ja nicht das Problem. Ich meine, das bisschen Glas, das dabei drauf geht und das bisschen Zeit. Okay, das muss man investieren. Aber ansonsten ist es ja in Ordnung. So, jetzt erstmal wieder ein Brot... Oh. Erstmal wieder ein Brot einwerfen. So. Ja, ich hoffe dir mal. Ich habe nur ein... Escape Island. Ach, es ist toll. Gut. Dann können wir die Erde auch noch hier lassen. So. Gut. Dann brauchen wir mal Steinziegelstufen. Okay, das war jetzt übertrieben.
machen wir uns mal zwei. Naja, komm, ein Stack. So. Stühlchen haben wir doch noch, oder? Ja. Das ist gut, die brauchen wir nämlich auch. Und es wird dunkel. Toll. Nur am Ende werde ich noch krank hier. Scheiß. Was soll denn das für ein Scheiß?